Ich habe mich in den letzten Wochen sehr stark mit dem Thema Hypnobirthing beschäftigt und habe zu diesem Thema heute auch schon zwei Videos hochgeladen, die ihr euch sehr, sehr gerne anschauen könnt. Und ich habe mich mit vielen Müttern unterhalten und mir von ihren Geburtserfahrungen erzählen lassen. Der wichtigste Aspekt des Hypnobirthing ist eigentlich die unbegründete, tief in unserer heutigen Kultur verankerte Angst der Frauen vor der Geburt. Und diese Angst bewirkt im Körper drei entscheidende Reaktionen. Die Muskeln verkrampfen sich, die Durchblutung wird reduziert und bestimmte Stresshormone werden ausgeschüttet. All diese Reaktionen bedingen und verschlimmern die Geburtsschmerzen. Viele der Frauen, mit denen ich gesprochen habe, konnten mir wenig bis gar nichts Positives von ihrer Geburt berichten. Das fand ich erschreckend, das fand ich sehr, sehr schade und es hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Deswegen möchten ein paar ganz tolle YouTube-Mamas und ich euch heute in diesem Video ausschließlich von unseren schönen Erinnerungen an die Geburt unserer Kinder erzählen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Die Geburt von Noelle war das schmerzhafteste, heftigste und zugleich wunderschönste, was ich je erlebt habe. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ein Kind habe ich auf normalem Weg bekommen und das zweite Kind mit Kaiserschnitt. Da ich beim Kaiserschnitt nicht mitreden kann, ob es ein schönes Erlebnis war oder nicht, für mich war es das leider nicht, aber bei der ersten Geburt kann ich euch Großartiges erzählen. Ich habe ganze drei wunderschöne Erlebnisse bei der Geburt meiner Tochter Luisa. Das erste Erlebnis, was ich erleben durfte, war, dass ich diese Zusammengehörigkeit, dieses Zusammenhalten mit meinem Mann spüren konnte. Denn nicht eine einzige Sekunde ist er mir von der Seite gewichen. Für mich war der Gedanke wundervoll, diesen Weg der Geburt mit Vince zusammenzugehen. Also, dass er einen genauso schwierigen Weg zurückzulegen hat wie ich. Und als Mutter ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass man sein Kind beschützen möchte, dass man seinem Kind so viel abnehmen möchte wie möglich. Und ich hatte immer im Kopf, umso mehr ich mich anstrenge, umso mehr Kraft ich intensiviere, umso einfacher wird die Geburt für meinen Sohn. Und das hat mich unglaublich gestärkt und es hat unsere Beziehung von Anfang an sehr, sehr eng gemacht. Dieser Moment, als wir wussten, wir werden jetzt Eltern, das war atemberaubend und gleichzeitig überwältigend. Und all die Vorbereitungen, die man vorher getroffen hat, war vergessen, weil es zählte nur noch das Hier und Jetzt. Das zweite Erlebnis, was ich erfahren durfte bei einer natürlichen Geburt, ist, dass ich meiner Tochter helfen konnte, nach fast 36 Stunden Wehen endlich mithelfen zu können, sie herauszupressen. Eine wundervolle Erinnerung an meine erste Geburt ist auch die Verbindung, die ich zu Manu hatte in diesem Moment, in diesen Stunden. Manu hat nicht einfach nur meine Hand gehalten, sondern Manu hat mich gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Manu hat während des Geburtsvorganges wirklich mein ganzes Körpergewicht getragen. Er saß hinter mir, hat mich festgehalten, hat meinen Rücken gestärkt und es war sowohl die körperliche Nähe als auch die emotionale Nähe, die uns so sehr verbunden hat. Und es wird etwas sein, was uns immer verbindet, dieser Moment, denn wir haben beide unseren Sohn zur Welt gebracht, denn ohne Manus Kraft wäre es mir nicht so leicht gefallen. Und die Hormone so sorgen dafür, dass ich gerade fast weinen muss, weil es war wirklich so ein intensiver Moment zwischen uns als Paar. Das ist einfach was, was man nie vergessen wird, was uns immer verbinden wird und was so sehr emotional war, weil er mir auf diesem Weg geholfen hat, wirklich mit seiner Kraft, mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken. Es war wirklich sehr, sehr intensiv und wunderschön. Der allerschönste Moment war, als er auf der Welt war und keiner, wirklich niemand ihn angefasst hat, sondern ich als allererstes ihn aufgehoben habe und zu mir an die Brust nahm. Ich war der allererste Mensch, der ihn berührt hat und dieses Gefühl, das nimmt mir nie wieder jemand weg. Das war so schön. Ich werde nie vergessen, wie der bei mir lag und mich angrinste. Er schaute zu mir hoch
mitten in meine Augen und grinste, als ob er wusste, du bist meine Mama. Ich sehe diesen kleinen, perfekten Menschen und sehe ihn lachen und strahlen, wie er mich umarmt und denke mir nur, womit habe ich dieses Gefühl und diese Liebe verdient von diesem perfekten kleinen Wesen. Das ist atemberaubend schön. Das allerschönste Erlebnis bei einer natürlichen Geburt ist und bleibt für mich der Moment, wo ich das Kind in meinen Armen halten kann. Denn als Luisa geboren ist, hat sie mir zur Feier des Tages mal ebenso auf den Bauch gepullert. Das Größte war natürlich, als ich meinen Sohn dann endlich im Arm halten durfte. So lange habe ich darauf gewartet. So lange hatte er kein Gesicht, war einfach nur ein Baby in meinem Bauch, aber dann war eine Person. Er hatte einen Namen, er war unser neues Familienmitglied, es war mein Kind, das ich so lange im Bauch getragen habe. Und dieser Moment ist einfach unvergesslich. Niemals möchte ich missen, dass ich so eine wunderschöne, natürliche Geburt hatte und diese Momente wirklich, egal ob schwer oder leicht, in dem Moment einfach hinnehmen konnte und sie durchleben konnte und er dann da war. Er war da und er war perfekt und alles drumherum war perfekt. Das sind meine wunderschönen Erlebnisse der natürlichen Geburt und ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen die Angst nehmen konnte. Denn klar, es tut weh, es tut höllisch weh. Aber es ist wunderschön zu wissen, wenn man das Kind in den Armen trägt, wofür man das alles getan hat. Und ihr werdet euch wundern, wie viel Kraft eine Frau aufbringen kann, um ihr Kind auf die Welt zu bringen. Eine Geburt ist einfach das Schönste der Welt. Es ist so schön.